MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Steffi Schmidt. Die Hauptstraßenbahn, bessere Feldwege, Hotels unbekannt und die meisten Menschen konnten kein Latein, geschweige denn Altfranzösisch. Trotzdem machte sich der heilige Korbinian vor 1300 Jahren auf den Weg nach Bayern. Von Arpajon in der Nähe von Paris ging er 724 als Missionar nach Freising und gilt als Bistumsgründer. Das wird heuer groß gefeiert. Zu diesem Jubiläum hat sich auch eine Delegation aus dem Erzbistum München und Freising auf Spurensuche nach dem Bistumsgründer begeben und alte Freundschaften erneuert. Das MKR war dabei. In der kleinen Dorfkirche von Arpajon kommt niemand an Freising und am heiligen Korbinian vorbei. Hier ist er geboren und hat als Mönch und Seelsorger gewirkt. Besuchern erklärt Kirchenführerin Roseline Villard die Bilderteppiche, die dort hängen und Korbinians Geschichte erzählen. Und sogar ein Stück von ihm selbst ist in der Kirche zu finden. Hinter mir befindet sich der Schrein, in dem die Reliquien des heiligen Korbinian aufbewahrt werden, die Arpajon im Jahr 1711 direkt aus Freising vom damaligen Bischof erhalten hat. Stolz weist die Kirchenführerin auf die 1,5 Rippen und den Rückenwirbel des Heiligen, die im Schrein aufbewahrt sind. Neben ihr steht die 13-köpfige Delegation aus dem Erzbistum München und Freising. Aus Anlass des 1300-jährigen Bistumsjubiläums ist sie nach Arpajon gereist. Mit dabei der Kirchenhistoriker und Diözesanarchivar Roland Götz, der auf dieser Reise alte Dokumente sichtet. Sie belegen, dass in Arpajon dem heiligen Korbinian Wunderheilungen zugeschrieben wurden und er immer wieder als Taufname auftaucht. Das Diözesanarchiv hier besitzt Matrikelbuchauszüge über Taufen, Trauungen und Sterbefälle vom Jahr 1793 ab. Und schon 1794 haben wir einen Täufling gefunden, der Stefan Korbinian heißt und Sohn eines Jakob Korbinian ist, was eine gewisse Verehrungstradition auf jeden Fall belegt. Die verbindet Arpajon mit Freising und der offizielle Austausch zwischen den beiden Regionen ist seit der Barockzeit nie ganz abgerissen. Nach dem Ersten und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg war er ein kleiner Baustein der Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen. In den 1990er Jahren ist auch ein intensiver Austausch mit dem Bistum Évry entstanden, zu dem Arpajon gehört. Sogar die moderne Kathedrale von Évry ist dem heiligen Korbinian gewidmet. Und ein Komitee engagierter Katholiken und Katholikinnen hat immer wieder Begegnungen organisiert. Bischof Michel Pinsard bedauert jedoch, dass sich diese Beziehungen etwas verflüchtigt haben. Es sind vor allem ältere Menschen, die noch in den beiden Partnerschaftskommissionen in Freising und in meinem Bistum Évry sind. Mein größter Wunsch ist, dass vor allem die junge Generation diesen Faden aufnimmt und junge Menschen aus unseren Diözesen sich begegnen. Das Jubiläum ist dafür eine gute Gelegenheit und Bischof Pinsard freut sich, dass ihn auf seiner Reise zum großen Jubiläumsfest in Freising auch eine Gruppe Studenten aus Évry begleiten will. Ebenfalls mit dabei sein möchte Jean-Marc Braxmaier. Der 70-Jährige gehört dem Partnerschaftskomitee in Évry an und er hat ganz persönliche Gründe, warum er diese Begegnungen für wichtig hält. Er stammt aus einer Region, die zwischen Deutschland und Frankreich lange umkämpft war. Ich komme von Elsass. Und in Elsass und wie andere Länder, es gab viele Kriege. Und für mich, wenn die Leute sich besser kennen, könnte die Kriege Risiko ein bisschen gehen. Korbinian eignet sich dabei als Vermittler wie nur wenige. Er ist ein durch und durch europäischer Heiliger, der in Rom genauso gewirkt hat wie in Frankreich, im Alpenraum oder eben in Freising. Weihbischof Wolfgang Bischof, der die bayerische Delegation geleitet hat, sieht in ihm gerade jetzt eine wichtige Symbolfigur. Ich denke, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen alles so aufgewühlt ist, denen viele junge Menschen auch Sorge um die Zukunft haben, ist es wichtig, dass wir spüren, wir sind miteinander unterwegs, in der Hoffnung und im Glauben und in der Zuversicht, dass Gott mit uns unterwegs ist. Für dieses Vertrauen und die christliche Friedensbotschaft steht der heilige Korbinian. Vor 1300 Jahren hat er das Christentum im Voralpenland verankert. Und bis heute schafft er es, Menschen in einem guten Geist zu verbinden. Aus Arpajon und Évry, Alois Biel für das MKR.
Sie hören das MKR. Auch heute Abend gibt's wie alle 14 Tage wieder eine neue Folge unseres Vergelt's Gott Podcasts von und mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Servus ihr zwei, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Steffi, schön, dass wir da sein dürfen. Letztes Mal ging's fröhlich in den Wonne- oder auch Marienmonat Mai. Wie schaut's denn diesmal aus? Worüber sprecht ihr denn in der aktuellen Folge Vergelt's Gott? Ja, diesmal ist vielleicht nicht ganz so fröhlich, weil wir sprechen über das Thema Angst und Ängste. Ja, aber wir haben eine Zuschrift bekommen und eine Hörerin oder ein Hörerin war es, die hat uns ermutigt, mal über das Thema Angst zu sprechen. Denn es gibt ja ganz, ganz viele Ängste in unterschiedlichen Ausprägungen. Also wir reden natürlich nicht über das ganze Thema Ängste, die dann vom Psychiater behandelt werden müssen. Deshalb sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner dafür. Aber es gibt ja ganz viele Alltagsängste, Alltagssorgen, die Menschen haben und Angst vorm Alleinsein beispielsweise oder Angst vor Spinnen, so die normalen Dinge. Angst vor Spinnen, ja, ich glaube, die kennen so einige. Wovor fürchtet ihr beiden euch denn oder wovor habt ihr Angst? Ich habe Angst, falsch zitiert zu werden. Das ist tatsächlich so ein Problem. Ja, wenn mir jemand das Wort umdreht oder so. Oft passiert mal bei Lokaljournalisten, die mein Programm verfolgen und dann schreiben die irgendwas, was überhaupt nicht lustig ist, aber ganz anders gemeint war und verdrehen den Witz, weil der Witz hat ganz wahnsinnig viel damit zu tun, dass er genauso erzählt wird und nichts weggelassen wird. Und das kann auch einem Pfarrer passieren. Ich sehe, das schon mal passiert. Ja, ja, es passiert immer wieder. Vor allem, weil du die Lokalpresse da jetzt erwähnt hast. Ja, ja, ja. Da kommen oft abenteuerliche Sachen raus. Abenteuerlich. War ich da auf dieser Veranstaltung? Ja, genau. Wer war da? Also davor müsst ihr hier bei uns jetzt keine Angst haben. Hier hört man euch ja und liest euch nicht. Ja, das ist eben das Gute, das ist eben das Schöne an dem Podcast, dass man eben einfach direkt miteinander sprechen kann und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass das MKR uns da miteinander mal ausreden lässt. Das ist doch toll. Genau, keine künstliche, sondern nur natürliche Intelligenz sitzt hier. Ja, in meinem Fall ein bisschen beschränkter, aber beim Josef haben wir natürlich einen profunden Kenner sämtlicher theologischen Themen. Ja, ja, der genau. Weiß alles sehr genau. Weiß alles, naja, komm, aber so als Pfarrer weiß man natürlich schon, aber eine hervorragende Ausbildung genossen, das ist bei mir weniger der Fall. Und vor allem auch, er ist halt Experte zum Thema Bibel, zum Thema Glauben, zum Thema Gott und die Welt und als Seelsorger natürlich auch jemand, der tatsächlich jeden Tag immer wieder Leute hat, die mit ihm umgehen oder die ihn fragen, wie sie mit ihren Ängsten umgehen sollen. Wie man mit seinen eigenen Ängsten umgeht, wie das Kabarettist Wolfgang Krebs macht und warum Pfarrer Josef Feck ziemlich furchtlos durch die Welt geht, hören Sie wie immer hier bei uns im MKR. Alle 14 Tage als Podcast und heute Abend nach dem Gottesdienst um kurz nach 19 Uhr in einer neuen Folge Vergelt's Gott. Unbedingt reinhören. Ich verspreche es Ihnen schon jetzt. Auch diesmal wird's wieder sehr unterhaltsam. Viele lieben feierliche Gottesdienste. Andere sagen, damit habe ich nichts mehr am Hut. Aber wie kann Kirche die Menschen noch erreichen? Eine tolle Idee hatte jetzt Georg Schmidtner. Er leitet die Stadt- und Landpastoral und hat gemeinsam mit der Forstwirtschaftsabteilung des Erzbistums München und Freising die Seelsorgsbänke auf die Straße gebracht. Seelsorge to go. Wie das geht, weiß meine Kollegin Maria Ertel. Man kann sich die Bank wie einen Schubkarren vorstellen. Auf der einen Seite der Reifen, auf der anderen zwei Griffe zum Anheben. Und gut sichtbar ein blaues Schild, Kirche unterwegs. Das ist die neue Seelsorgsbank. Georg Schmidtner von der Stadt- und Landpastoral freut sich über die Umsetzung seiner Idee. Kirche braucht mehr Präsenz im öffentlichen Raum und das auch möglichst niederschwellig. Da hinzugehen, wo die Menschen sind, die künftigen Themen der Seelsorge werden wir auf der Straße finden. Also dort, wo eben das Leben der Menschen stattfindet. Dort, wo Leben stattfindet, das ist auch im katholischen Oberbayern immer weniger in den Gottesdiensten. Deswegen soll die Seelsorgsbank auf Festen, auf Märkten oder in den Fußgängerzonen stehen. Natürlich immer mit Zubehör.
hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger oder Ehrenamtliche, die dabei sitzen, die Menschen einladen zum Gespräch, die etwas erzählen, die Zeit haben für die Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Material dabei haben. Also diese Bank ist immer mit Menschen gedacht und für Menschen gedacht und steht nie alleine da. Und damit das ganze Projekt noch stimmiger wird, hat sich Bernhard Vollmer mit seiner Abteilung Forstwirtschaft auch mit eingeklinkt. Alle Bänke kommen aus dem Kirchenwald. Wir haben vor ein paar Jahren unser Leitbild entwickelt. Ökonomie, Ökologie, Soziales im Ausgleich. Unsere Kirchenbank oder Holzbankerl, das ist im Prinzip so eine Art Umsetzung unseres Leitbildes im Kleinformat, könnte man so sagen. Also wir verwenden hier die Baumarten, die unser Forstbetrieb hergibt, wie Fichte, Tanne. Und dann wird nur mit kleinen regionalen Betrieben gearbeitet, ob beim Fällen oder im Sägewerk. 25 solcher Seelsorgsbänke sind ab jetzt im Einsatz. Und wer sagt, sowas bräuchten wir auch in unserer Pfarrei oder Einrichtung? Einfach kurze Bewerbung ans Erzbistum Maria Ertl fürs MKR. Haben Sie auch schon die erste Grillparty geplant oder Aussicht auf ein Sommerfest? Mit unserem Lesetipp können Sie schon mal ein bisschen Feierlaune schnuppern. Die Gäste eines Paares mit Villa am Wannsee freuen sich auf einen unbeschwerten Abend. Doch so eine lange Partynacht hält Überraschungen bereit. Gabi Hafner hat die Berliner Party als Leserin mitgefeiert. Münchner Kirchenradio. Literatur. Zu einem launigen Sommerfest lädt die Berliner Autorin Lucia Jai von Seldeneck in ihrem Roman »Komm tanzen«. Ein schmales Buch, perfekt für einen sonnigen Nachmittag im Liegestuhl, finde ich. Die Handlung. In einem Garten am Wannsee mit Fliederduft, erster Sonnenwärme und Sommerleichtigkeit finden sich wie jedes Jahr eine Menge Freunde ein. Auch Lotte, die Schwester der Gastgeberin und deren neue Nachbarin Claire. Ihre Kinder konnten die beiden für einen unbeschwerten Abend bei Lottes Mann lassen. Die 11-jährigen Söhne der beiden haben sich miteinander angefreundet. Getrunken wird russisch Koks. Das ist Wodka mit Sekt und Basilikum. Immerhin mal kein Aperol oder irgendein anderes Spritzgetränk. Der Abend soll anknüpfen an die legendären früheren Feste von Cora und Robbie. Es ist das erste große nach der Zeit der Corona-Lockdowns. Mit großem Hallo begrüßen sich die Gäste, die sich genau hier immer wieder treffen. Vorfreude auf eine lange Nacht liegt in der Luft, denn hier geht niemand vor dem nächsten Morgen nach Hause. Das ist eiserne Tradition. Übermütig springen die Ersten in den noch kalten See. Trockene Klamotten bekommen? Kein Problem. Die Gastgeberin lässt ihre Kleider aus dem Fenster auf die Partywiese segeln. Unbeschwertes Tanzen, das leckere Essen genießen. Doch zwischendurch entstehen auch ernstere Gespräche. Zwischen den altvertrauten Freunden Lottes zum Beispiel aus der WG damals im Wedding etwa. Mit Martha, die gern verstehen möchte, warum alle trotz des Klimawandels, trotz der spürbaren Hitze bereits im Mai, weitermachen wie immer. Lotte erzählt ihr von Claires Sohn Jonah. Er leidet unter großer Panik, sobald ihm heiß wird. Ohne Wasserflasche kann er nirgendwo hingehen. Inzwischen braucht er zwei. Es ist aber alles in Ordnung bei den drei zu Hause gebliebenen Männern, das ergibt ein Anruf. Doch später am Abend fragt Lottes Mann telefonisch um Rat. Jona ist total aus der Spur und alleine in seine Wohnung gegangen. Er will sich nicht mehr beruhigen lassen. Peer ist sicher, dass er es schaffen wird. Also bleiben Lotte und Claire auf der Party und sie sind dabei, als ein Teil der Gäste das Segelschiff besteigt für einen nächtlichen Ausflug auf den Wannsee. Spannungsfaktor. Während sich die Passagiere auf dem Segelboot und dem angehängten Schlauchboot dem Fahrtwind und der Nachtstimmung auf dem See hingeben, läuft das Segelboot langsam voll Wasser. Das Schlauchboot ist zu schwer. Kaum ist der Ballast losgebunden, versinkt das Segelboot bereits. Alle können schwimmen, doch dafür ist der See eigentlich noch viel zu kalt. Die Handys liegen alle am Ufer und Paddel ist auch keins an Bord. Ein kleines Schlauchboot und 8 unterkühlte Personen orientierungslos auf dem dunklen See. Lässt sich das schaffen? Und dann muss Lotte ständig auch an ihren Mann und die Kinder zu Hause denken, den in Panik geratenen Jona, der seine Mutter jetzt definitiv nicht erreichen kann. Als die eine Notsituation sich mit dem Morgengrauen etwas entschärft, wird ihr klar, wie groß die Brisanz der anderen zu Hause in der Wohnung in Berlin ist. Die Autorin.
Lucia Jai von Seldeneck lebt als freie Autorin in Berlin-Kreuzberg. Sie ist Expertin für ihre Stadt und hat 5 Berlin-Bücher in der Reihe 111 Orte im Emons Verlag herausgebracht, aber auch Literarisches veröffentlicht. Komm tanzen ist nach Weltfrieden ihr 2. Roman. Sie ist am liebsten abwechselnd mal mittendrin im Berliner Trubel und mal ganz weit weg davon in Brandenburg. Und man spürt, dass sie beide Welten hervorragend kennt. Fazit? Es geht der Autorin in diesem Roman um ganz wesentliche Fragen unserer Gegenwart. Sie schafft es, in einer unbeschwerten Situation die immer vorhandene Bedrohung zu thematisieren und die Frage nach der Hoffnung, vor allem für die Zukunft der Kinder. Mit einem vorangestellten Auftritt einer Wassernixe, Anspielungen auf Sagen und den Phaeton-Mythos, mit mehrfach eingeschobenen Reflexionen wie von einem antiken Chor und den Kindheitserinnerungen der Ich-Erzählerin, versucht sie der Dimension dieser Fragen einen über den Moment hinausweisenden Raum zu geben. Das wirkte auf mich manchmal ein bisschen überfrachtet, doch die meisterhaft erzählte nächtliche Irrfahrt über den See und die berührende Geschichte von Jona haben mich damit absolut versöhnt. Der schlanke Sommerroman Komm tanzen von Lucia Jai von Seldeneck ist erschienen bei Goya. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.